Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 2. Und nochmal kurz eine Vorab-Info. Und zwar, ich habe es auch in einem anderen Video schon erwähnt, ich habe mir jetzt ein neues Audio-Equip gekauft und hoffe, euch damit eine bessere Audioqualität bieten zu können. Also wundert euch nicht, wenn ich mich jetzt ein bisschen anders anhöre. Los, los, los! Oh, er ist hier irgendwo. Haltet die Augen auf. So. Also wir sind ja aus von diesem komischen Panzergefährt geflüchtet. Und oh. Oh. Ich frage mich gerade, ob ich hier nicht ein bisschen warten soll. Nee, shit happens. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen warten sollen. Sind von diesem Panzergefährt geflüchtet und ja, ich glaube, ich verrecke jetzt gleich mal so zur Einstimmung. Ja, und hier warten fiese Gesellen auf uns, um uns quasi, ja, wie gerade eben gesehen, zu vernichten. Vielleicht warte ich tatsächlich jetzt ein bisschen, bis sich hier die Lage beruhigt. Und vielleicht kann ich die sogar irgendwie so mit einem Schleichangriff eliminieren. Das wäre natürlich der optimalste Vorgang. Ja, mal gucken, ob ich den hier so. Lustig, dass er mich nicht gesehen hat. Problem ist nur, der jetzt haben sie mich gesehen. Aber solange es nur zwei sind, ist es ja nicht so tragisch. Schwierig wird es dann, wenn es ein paar mehr sind. Okay, jetzt muss ich nur noch Chloe. Uff, da explodieren ein paar Sachen. Ja. Dann heißt es jetzt wohl Chloe finden. Und natürlich versuche ich auch hier mich ein bisschen umzusehen, um eventuelle Schätze zu entdecken. Also ich sag's mal so, als ich den ersten Durchlauf gestartet hatte, habe ich in diesem Kapitel beendet. Das heißt, es könnte noch sein, dass ich hier ein paar Schätze eingesammelt habe, aber spätestens im nächsten Kapitel sind alle Schätze auf ihren Plätzen und es wurde nichts angefasst. Das heißt auch für euch dann, das sollte ich ein. Ups, sollte ich einen Schatz finden, Da gehe ich wohl besser nicht lang. dann. Also alle Schätze, die ich finde, sind an der Position und da, wo keine Schätze sind, da werden auch niemals Schätze sein. Denn es kann nicht sein, dass ich Schätze dort aufgehoben habe. So, und jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, hier geht's lang. Ist wieder so eine ziemlich schöne Kletterpassage. Ja, und wenn ich die Stelle erreiche, wo ich quasi im ersten Durchlauf aufgehört hatte, dann werde ich euch das sagen, denn ich glaube mich so ziemlich daran erinnern zu können, wenn es dann soweit ist. So, hier geht's weiter. Hoppa. Ich meine, viele mögen es nicht. Ich muss sagen, ich mag es, so geskriptete Szenen. Denn nur mit geskripteten Szenen kann man halt so echt spektakuläre Szenen darstellen.
Und das ist ja eigentlich das, ja, wie soll ich sagen, das Markenzeichen von Uncharted, diese spektakulären Szenen, die meiner Meinung nach ziemlich gut umgesetzt wurden. Und wer das Spiel bis dato noch nicht gespielt hat, der wird auch noch im Verlauf des Spieles ziemlich schnell mitbekommen, was ich hier eigentlich meine. Upsi. Da ist wohl ein böser Helikopter in der Luft. Ich weiß nicht. Ja, komm. Ist egal, nehme ich diese Waffe. Ups. So. Weiter geht's. Räumt die Straßen! Na komm schon. Ich frage mich ja gerade, ob es sich vielleicht was bringt, hier runter zu springen. Weil hier vielleicht irgendwo ein Schatz ist, aber. Egal, egal. So. Ab nach unten. Nehmen wir hier gleich mal das Fahrrad mit. Und eigentlich will ich nur den hier so ein bisschen ausnocken. Das war nämlich schon ziemlich gut jetzt, dass ich den ausnocken konnte. Ach ja, genau. Und hier können wir jetzt nochmal die Gegend hier erkunden, und um einen eventuellen Schatz ausfindig zu machen. Interessant. Die Stelle kenne ich gar nicht. Oder vielleicht kenne ich sie doch und habe hier schon den Schatz genommen. Also Leute, das ist definitiv eine sehr potenzielle Schatzstelle. Ihr solltet auf jeden Fall da mal nachsehen, wenn ihr das Spiel selber zockt. Denn das ist, also das muss wirklich eine Schatzstelle sein. Da muss einer sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich, glaube ich, Naughty Dog höchstpersönlich anrufen und fragen, warum sie hier keinen Schatz platziert haben. So, aber hier gibt's nichts. Deswegen gehen wir hier wieder rein zu unseren Freunden, sagen einmal schön Hallo und hoffen, dass wir nicht aufs Maul bekommen. Am besten, indem ich hier auf Splinter Cell mache. Aber hat nicht ganz geklappt, deswegen gibt's hier mal eine schöne Granate von mir. Und ja, wenn ihr genau hinguckt, dann werdet ihr sehen, dass hier auch so ein paar explosive Fässer herum stehen, und bietet sich natürlich an, die abzuknallen, aber ist mir jetzt ein bisschen zu mühsam gerade. Vor allem, weil auch keiner in der Nähe steht. Also es zahlt sich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht mehr aus. Wenn ihr allerdings so am Anfang, wenn euch noch keiner gesehen hat, auf das Fass schießt, könnte es vielleicht ein bisschen wirkungsvoller sein. Also ich hätte jetzt maximal einen gekillt dadurch. Das war es mir jetzt nicht wert. Und upsi, da haben wir schon jemanden mit Schild. Und ihr habt es gerade gesehen, die Tische, die hier so stehen, die kann man umwerfen, um sich quasi daraus eine Deckung zu bauen. Was ziemlich sinnvoll und praktisch ist. Allerdings müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, denn eure Gegner können diese Deckung ziemlich leicht zerstören, indem sie ein paar Mal draufknallen. Aber komm schon. Mann, 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 Leute, jetzt sind wir wieder los. Ja, komm dann, auf die Handfeuerwaffe. Und down ist er. Und ich könnte mir jetzt diesen Schild hier nehmen. Okay. Wer auch immer hier
abgeknallt hat. Ich könnte mir diesen Schild nehmen und selber ein bisschen so vordreschen. Ist mir aber ein bisschen zu blöd, deswegen mache ich es nicht und mache es auf die konventionelle Art und Weise. Einfach in Deckung, immer drauf und hoffen, dass man noch trifft. Und das sieht mir doch aus, als könnte ich hier oben so kleine Deckung mir, also einen kleinen Vorteil verschaffen, indem ich hier eine ziemlich gute Deckung habe. Einziges Problem könnte sein, dass ich den Gegner nicht im Sichtfeld habe, so wie gerade eben. Und ich frage mich, ob es überhaupt noch einen Gegner gibt. Ja, hier gibt es noch einen Gegner. Ein paar mehr und... Ja, ihr seht es selbst. Ich kann mir hier das Fass nehmen und da noch vorwerfen. Und das hätte ich jetzt abschließen können, wäre ich ein bisschen flotter gewesen. Ja, aber wir sind ja hier, Gott sei Dank. Wo sind wir denn hier? Verdammt! Leute, was ist denn das hier für ein Checkpoint? Ich dachte schon, wir sind hier auf der sicheren Seite. Ja. Das ist ein richtig beschissener Checkpoint, wenn er mich fragt. Was mache ich denn hier bei den... Alter Schwede, was ist denn das? Nee. Ja, ihr seht meinen Frust. Das ist wirklich ein sehr beschissener Checkpoint. Denn welche... Da ist ja nicht mal eine Spurdeckung. Ah ja, und da kommt auch... Hier werde ich wieder flankiert. Was gar nicht gut ist. Und ja. Das heißt, ich sollte im nächsten Part dann nicht verrecken, wenn diese Wagen mit dem Geschütz angefahren kommen. Das ist der Moment, wo man sich eine ziemlich gute Deckung suchen sollte. Und ich habe auch schon so ein bisschen eine Idee, wo ich mich hier verschanzen könnte. Ich muss nur versuchen, ein bisschen flott zu sein. Tja, hat nicht geklappt. Ja. Leute, was ist denn das hier? Ach, um Himmels Willen. Er hat es nicht überlebt. Und ich wahrscheinlich auch nicht gleich. Also ich sag's euch, Leute, das ist wirklich fies. Wirklich fies. Also das ist eine echt miese Stelle hier zu spawnen, muss man sagen. Und verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier spawne. Aber ja, was soll's. Ich meine, ist jetzt nun mal so. Deswegen werde ich es mit Würde auf mich nehmen und denen hier mal so eine Granate runterwerfen. Hat jetzt nicht wirklich viel bewirkt, aber ist auf jeden Fall eine sehr gute Stelle, um in Deckung zu gehen. Und ich glaube, da lebt nur noch dieser hier. Und das Wichtigste jetzt ist natürlich erstmal nicht von hinten gekillt zu werden. Na komm, das kann ja nicht sein, dass du mir jetzt den Rest hier gibst. Der lebt immer noch. Leute. Alter Schwede, okay. Oh, ich sag's euch, Leute, ich krieg hier echt das Kotzen. Vielleicht hätte ich doch nicht auf schwer spielen sollen. Denn ich bin schon wieder sowas von demotiviert gerade. Aber take this, my friend, and die. Gut, der macht uns auf jeden Fall keine Schwierigkeiten mehr. Immer alles mit Ruhe angehen. Oh! Was macht denn der hier? Verdammt, Mann. Okay.
Leute, ich... Was soll ich sagen dazu? Was? Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Es sah jetzt gerade echt gut aus. Dann kamen plötzlich welche von hinten. Was ich gar nicht mag und... Naja, plötzlich sah es dann nicht mehr so gut aus. Ja, und da kommt schon unser nächster Freund. Ja, komm, ja, komm. Das hat ihn gar nicht wirklich beeindruckt. Na gut. Immerhin ist er K.O. Ich meine, das Blöde hier. 100 Kopfschüsse, nicht schlecht. Das Blöde hier ist, das ist ja eigentlich noch gar nicht die schwierige Stelle, denn die schwierige Stelle kommt erst danach. Nämlich dann, wenn der Typ mit dem Wagen daher braust. Aber Mann, da sind ja immer noch zwei am Leben. Wie geht denn das? Wie geht denn das? So. Das ist nämlich das eigentliche Problem, genau das, was jetzt hier kommt. Deswegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier vorgehen soll, Leute. Ach, denn dieses Geschützdingsbums hier macht's mir echt nicht leicht. Ah. Gut. Einfach nur warten. Warum muss ich dir eigentlich ständig deinen Arsch retten? Naja, weil er es einfach wert ist. Oh, hast du da etwa einen antiken tibetischen Ritualdolch in der Tasche? Vielleicht freue ich mich ja nur, dich zu sehen. Ja, hallo? Und das ist also der Schlüssel. Ja, genau. Marco Polos Ticket nach Shambhala. Was machen wir denn? Ah, ich habe keinen blassen Schimmer, leider. Aber ohne das Ding kommt Lazarevich nicht weit. An deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht unterschätzen. Er und Flynn haben diese Stadt überrollt und bestimmt schon Dutzende Tempel platt gemacht. Also, was machen wir jetzt? Nate! Ich hasse es, wenn du das machst. Sieh doch mal. Das Symbol hier. Ja? Sieh darauf. Okay, sieht ziemlich ähnlich aus. Und was bedeutet das? Dass wir wissen, woher Marco Polo den nächsten Hinweis hatte. Der Tempel, den wir suchen, müsste genau dieses Zeichen tragen. Jetzt müssen wir ihn nur noch finden. Ist dir eigentlich klar, dass es hier in dieser Stadt hunderte von diesen Tempeln gibt? Ja, aber wenn wir das Gebiet von oben betrachten... Könnten wir die Nadel im Heuhaufen finden? Genau. Ganz in der Nähe ist ein Hotel. Chloe, alles zu seiner Zeit. Es ist einfach nur das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Ja, gut. Ja, okay. Ist eine gute Idee. Na dann komm. Yep. Ja, Leute. Schön, dass wir jetzt Chloe getroffen haben und Gott sei Dank hat sie uns hier den Arsch gerettet, aber... Bis es weitergeht, müsst ihr leider auf den nächsten Part warten, denn ich muss jetzt hier leider einen Cut machen. Ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei und bis dahin wünsche ich euch was, Leute. Tschüss!